Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Willkommen zum Modul 9 in der Psychopharmakologie Teil 2. Es geht heute um die Langzeittherapie mit Antipsychotika mit einem Exkurs auch zur richtigen Dosierung. Denn nicht nur in der Akuttherapie, sondern gerade in der Langzeittherapie ist auch die Dosierung extrem wichtig. Was wir mit der Dosierung machen, hat Bedeutsamkeit für unsere Patienten und deren Gesundheit sehr langfristig. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist aus einer alten Abbildung, 20 Jahre alten Abbildung eines amerikanischen, sehr bekannten Schizophrenie-Forschers und Klinikers, Psychiaters, Jeff Lieberman, der vor 20 Jahren eben diese Abbildung publiziert hat, die seitdem immer wieder gezeigt wird. Die zeigt letztendlich den Langzeitverlauf einer Schizophrenie oder eines Patienten mit einer Schizophrenie. Und was hier auf der Y-Achse dargestellt ist, ist das Funktionsniveau. Also hier oben sind keine Symptome vorhanden und irgendwann fangen leichte Beeinträchtigungen an. Oft sind das ja Negativsymptome. Und das ist dann eben auf der X-Achse der Verlauf. Und hier tritt die erste Episode ein. Hier ist der Patient beeinträchtigt am Anfang, in den ersten Tagen oder Wochen, bevor dann die Episode wirklich manifest wird, nehmen in der Regel die Positivsymptome dann stark zu. Und das führt dann oft zur ersten Behandlung, oft im Krankenhaus. Dann fangen wir eine Behandlung an und nach diesem Schaubild wird die Diagnose erst hier gestellt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Je länger die Dauer der unbehandelten Psychose, desto schlechter die Prognose. Dazu gibt es Daten tatsächlich, die nahelegen, wenn man sehr lange wartet bis zur Behandlung, dann wird der Langzeitverlauf oft schlechter. Ja, und dann kommt es eben hier im Langzeitverlauf zu Rückfällen. Und die Abbildung legt letztendlich nahe, mit jedem Rückfall nimmt das Funktionsniveau weiter ab. Das heißt, das Konzept, das hier hintersteht, ist, wir müssen Rückfälle vermeiden, damit es eben nicht zu diesem Abfall auf dieses niedrige Funktionsniveau kommt. Also mit jedem Rückfall sieht man hier, ist der Ausgangspunkt dann niedriger. Und das wird dann eben hier gerne residual genannt. Residual klingt so ein bisschen nach irreversibel. Deshalb bin ich nicht so glücklich mit so einem, mit diesem Begriff, aber der steht oft so im Raum und auch in Arztschrift, residuale Schizophrenie, den würde ich vermeiden, weil das klingt so unwiederbringlich und das wissen wir ja eigentlich nicht, was dann auch wieder an Funktionsniveau wieder erreichbar ist. Interessanterweise, wenn man sich diese Abbildung aus dieser Publikation anguckt, die Originalabbildung, das ist reproduziert worden, ja, im Lehrmaterial eines Pharmaherstellers. Das ist die eigentliche Abbildung. Und man sieht, die sieht nicht so professionell aus. Da sieht man aber, und das finde ich wirklich sehr interessant, dass, wenn Sie das mal vergleichen, dann ist das Niveau, das hier am Ende in der Residualphase erreicht wird, gar nicht so viel tiefer als das hier, das Ausgangsniveau. Also das prämobile Niveau, das ist eben hier. Und wenn man sich das anguckt, dann geht das ungefähr auf weniger als die Hälfte des Ausgangsniveaus zurück. Und hier ist es ein Verlust von 25-30%. Das ist schon ein Unterschied, auch rein psychologisch. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber man muss sich doch klar machen,
das, was das auch in einem auslöst, was hier suggeriert wird. Nichtsdestotrotz, es ist Fakt, dass wir vermeiden wollen, dass der Patient ein niedriges Ausgangsniveau hat. Und das ist letztendlich Sinn eben der Langzeittherapie. Sinn einer Therapie, die wir nach der ersten Episode in der Regel dann schon langfristig durchführen. Und darum geht es jetzt eben heute. Das ist auch aus einer Publikation von Lieberman und die zeigt tatsächlich, dass das schlecht, dass Patienten, bei denen man die Therapie später beginnt, schlechter auf die Therapie ansprechen. Hier auf der Y-Achse ist das Therapieansprechen dargestellt und Sie sehen hier, das ist Therapiebeginn nach 10 Wochen Symptomatik, 24 Wochen, ein Jahr und 2 Jahre. Und Sie sehen hier, wenn man 2 Jahre wartet, das sind natürlich auch andere Verläufe. Ja? Ein Patient, der erst nach 2 Jahren behandelt wird, der ist nicht so hoch akut. Ja? Jemand, der schwerst psychotisch ist, Stimmen hört, sich verfolgt fühlt, Todesangst hat, der geht sehr schnell in Behandlung und wird dann in der Regel auch sehr schnell, wird dann oft besser. Diese Patienten hier, die 2 Jahre nicht zur Behandlung kommen, die haben einen ganz anderen, viel weniger dynamischen Verlauf. Das heißt, das hier ist natürlich eine Untersuchung, die ist ja, post hoc gemacht worden, also nicht prospektiv, sondern retrospektiv. Deshalb, das muss man immer berücksichtigen, wenn man sich solche Untersuchungen hier anguckt. Möglicherweise sind diese Patienten hier, die nach 10 Wochen schon in die Behandlung kommen, biologisch und auch sonst andere Menschen, andere Patienten, als die, die nach 2-jährigem Behandlungsverlauf in die Behandlung kommen. Ja, also das muss man hier einschränkend sagen. Andere Patienten. Das ist eine wichtige Arbeit, die im letzten Jahr erschienen ist, aus einer japanisch-kanadischen Kooperation. Hier sind, das müssen Sie jetzt nicht lesen, aber hier sind Patienten mit einer Schizophrenie über 2 Krankheitsepisoden beobachtet worden. Eine relativ große Gruppe, 130 Patienten, und man hat also diese 130 Patienten in der ersten Episode beobachtet, wie geht es denen, wie sprechen die auf die Therapie an, und dann hat man diese Patienten weiterverfolgt und geguckt, was wird mit diesen Patienten, wenn die eine zweite Krankheitsepisode bekommen. Und das ist hier dargestellt. Hier ist auf der Y-Achse BPRS. BPRS ist eine Skala, mit der wir den Schweregrad einer schizophrenen Symptomatik messen. Und Sie sehen hier, in der ersten Episode werden viele Patienten sehr rasch besser. Ja? Nach 4 Wochen haben die schon einen Abfall von ungefähr 60 Punkten auf dieser Skala runter auf 40, und das geht dann so weiter im weiteren Behandlungsverlauf. Wenn die gleichen Patienten jetzt wieder erkranken und wieder mit dem gleichen Medikament behandelt werden, die sind also hier tatsächlich mit der gleichen Substanz behandelt worden, dann sprechen die in der zweiten Episode schlechter an. Es dauert länger, bis die ansprechen. Ja, gucken Sie sich hier an, hier dieser Punktwert von knapp über 40, der wird hier nach 4 Wochen erreicht. Und das dauert hier dann schon mehr als 20 Wochen. Und das Niveau, was hier nach der ersten Episode erreicht wird, wird schon gar nicht mehr hier erreicht für alle Patienten. Also es bleibt mehr Restbeeinträchtigung zurück. Und was tendenziell auch hier in der zweiten Episode der Fall war, die Patienten sind mit tendenziell etwas höheren Dosierungen behandelt worden. Das sind Positivsymptome hier. BPRS-Positivsymptome ist ungefähr das gleiche Bild. Positivsymptome in der ersten Episode sprechen sehr gut an auf die antipsychotische Behandlung. In der zweiten Episode dauert das deutlich länger. Das ist Remissionsrate. Also Positivsymptome, Remission bedeutet, die Positivsymptome sind wirklich weg.
Und auch hier ein eindrucksvolles Bild in der ersten Episode, sind hier nach 7 bis 15 Wochen, sagen wir mal hier nach 11 Wochen, sind schon 90% der Positivsymptome in der ersten Episode oder 90% der Patienten haben keine Positivsymptome mehr. Und man erreicht das bei fast allen Patienten hier nach 4 bis 5 Monaten, jetzt keine Positivsymptome mehr vorhanden. Das geht deutlich schlechter in der zweiten Episode, beziehungsweise man braucht deutlich länger. Auch hier sieht man in der zweiten Episode Positivsymptome remittieren, gehen weg. Aber das dauert fast ein Jahr hier bei diesen Patienten. 20% Response, also wir können das Ansprechen auf die Therapie auch als Response ausdrücken und 20% ist so eine minimale Besserung. Minimale Besserung und auch hier wieder das gleiche Bild, eine minimale Besserung sieht man in der ersten Episode bei fast allen Patienten nach 3 Wochen, spätestens nach 7 bis 11 Wochen. In der zweiten Episode braucht man dafür 19 bis 23 Wochen, also deutlich länger. Das hier ist eine Response-Rate von 50%, das heißt 50% ist viel besser, nicht nur minimal besser, sondern viel besser. Und hier sieht man wieder gleiches Bild, eine deutliche Besserung, deutliche klinische Besserung erreicht man in der ersten Episode bei fast allen Patienten, 90% nach einem halben Jahr. Das ist in der zweiten Episode dann trotz etwas höherer Dosierungen schon nicht mehr der Fall. Ja, also, da spricht vieles dafür, wenn man sich diese Daten anguckt, dass man tatsächlich schon nach der ersten Episode, um das Rezidiv zu verhindern, quasi eine Langzeittherapie macht. Schon nach der ersten Episode. Das steht erstmal so im Raum. Die Einschränkung zeige ich Ihnen gleich. Wichtige Studie hat hier Stefan Leucht vorgestellt. Stefan Leucht, weltweit renommierter Schizophrenieforscher von der TU München, hat hier in seiner Arbeit in der Lancet, renommiertes Blatt, eine Studie vorgelegt, wo man sich Antipsychotika oder placebo-kontrollierte Studien angeguckt hat, in denen Antipsychotika zur Rückfallprophylaxe eingesetzt wurden. Also alle Studien, Antipsychotika versus Placebo in der Rückfallprophylaxe eines Rezidivs bei Schizophrenie. Große Meta-Analyse. Ganz verkürzt hier die Daten. Das hier war der primäre Endpunkt, der Rückfall nach 7 bis 12 Monaten. War unter Placebo 64%, unter Verum 27% und unabhängig von der Beobachtungsdauer, das war der sekundäre Endpunkt, Placebo 57% und Verum 22%. Das bedeutet, hier ist eine klare Überlegenheit von Verum gegenüber Placebo, was die Rezidivrate angeht. Ja, also ein Fünftel, jeder fünfte Patient hier hat unter Verum ein Rezidiv. Und unter Placebo sind es mehr als die Hälfte. Klare Evidenz dafür, dass Antipsychotika tatsächlich auch eine rezidivprophylaktische Wirkung haben. Und das gilt eigentlich unabhängig davon, wie sie es machen. Das ist aus der Gruppe von Jari Tihonen eine Publikation. Jari Tihonen, ein skandinavischer und finnischer Forscher, der zahlreiche epidemiologische Studien sich angeguckt oder durchgeführt hat. Die Skandinavier haben große Patientenregister, wo Daten zu allen Patienten den Forschern zur Verfügung stehen und zum Teil verschiedene Datenbänke auch miteinander verbunden werden können, also zum Beispiel Daten aus Apotheken, Daten dazu, womit mit Patienten behandelt worden sind. Und die haben sich also viele tausend Patienten angeguckt. Prävalenzkohorte bedeutet, das sind Patienten, die nicht die erste Episode hatten, sondern Patienten, die in einem bestimmten Zeitraum an einer Schizophrenie erkrankt waren. Großer Zeitraum hier, über 40 Jahre.
Und Sie sehen, dass das Rezidiv, also hier war der primäre Endpunkt, das Risiko für Rehospitalisierung, also das Risiko für die Wiederkrankenhausaufnahme, was in der Regel dann mit einem Rezidiv einhergeht. Und Sie sehen hier, egal was Sie geben, das Risiko wird praktisch unter allem reduziert, statistisch signifikant. Selbst hier unten noch, orales Quetiapin ist hier 0,91. Immer dann, wenn hier dieser Fehlerbalken, diese Nulllinie hier oder die 1,0-Linie nicht schneidet, dann ist das ein signifikanter Effekt. Also einzig orales Flufenazin ist hier nicht signifikant besser als keine Rezidivprophylaxe. Und was hier oben steht, also die stärkste Risikoreduktion machen LAIs, das sind Long-Acting Injectables, also Depot-Antipsychotika. Depot-Antipsychotika und orales Clozapin steht auch noch ganz hier oben. Und wenn man sich jetzt hier die Inzidenzkohorte anguckt, das sind Patienten mit einer Ersterkrankung, hier ein etwas kleinerer Zeitraum und dann natürlich auch eine kleinere Patientenzahl. Und auch hier sieht man, dass fast alle Substanzen in der Rezidivprophylaxe signifikant das Rückfallrisiko reduzieren. Eine Hazard Ratio zum Beispiel von 0,24 bedeutet, dass das Risiko um 75% für ein Rezidiv unter Depot Flupirtixol um etwa 75% reduziert wird. Gut. So viel klares Statement, Antipsychotika wirken rezidivprophylaktisch und wenn wir ein Rezidiv haben, wird die Behandlung in der Regel schwieriger. Zumindest mit dem gleichen, wenn wir die Behandlung mit dem gleichen Medikament durchführen. Ja, ich gehe nochmal ganz gerade zurück zu dieser Studie. Hier muss man natürlich sagen, diese Patienten sind mit der gleichen Substanz in der ersten und in der zweiten Episode behandelt worden. Das war sozusagen ein Kriterium für diese Studie. Nur Patienten, die dann auch in der zweiten Episode mit dem gleichen Medikament behandelt werden konnten, sind hier eingeschlossen worden. Wir wissen also nichts darüber, ob es möglicherweise, wenn man das Medikament hier in der zweiten Episode einfach mal gewechselt hätte, ob es dann vielleicht schneller gegangen wäre oder effektiver gewesen wäre. Also es gibt schon überall methodische Einschränkungen. So, jetzt kommen wir zu dieser Meta-Analyse von Stefan Leuch. Das ist jetzt Akuttherapie. Also Akutstudien, akute Behandlung einer schizophrenen Episode, wieder Antipsychotika versus Placebo. Und hier hatte ich Ihnen schon, das hier war der Endpunkt 20% PANS oder BPRS-Reduktion bedeutet, 20% ist minimal gebessert. Ja. At least minimally improved. Das ist, die CGI misst grob die Veränderung der Psychopathologie. CGI, Clinical Global Impression, ist also ein Gesamteindruck. Und Minimally Improved ist ungefähr eine Verbesserung dieser Skalen hier um 20%. Dann sieht man, unter Antipsychotika erreicht man das bei 50% der Patienten und unter Placebo unter 30%. Das ist also eine Differenz von 20%. 50% Besserung ist much improved, also stark gebessert, deutlich gebessert, stark gebessert. 50%, das erreicht man mit Antipsychotika bei 22% und hier sind es 13%. Also hier wird der Unterschied dann kleiner. Es gibt eine zum Teil deutliche Placebo-Responderrate und das ist natürlich schon auch nicht befriedigend. Ja, ein Ansprechen bei nicht mal einem Viertel der Patienten, das zu einer starken Besserung führt, ist sicherlich in der klinischen Therapie nicht befriedigend. Und oft muss man dann eben ein zweites Medikament geben, ein drittes oder dann auch irgendwann Clozapin, um eine solche Besserung zu erreichen. Jetzt ist es interessant, sich anzugucken, die langfristigen Verläufe. Also wir betrachten erst erkrankte Patienten und
gucken uns an, was wird langfristig aus diesen Patienten. Da gibt es im Prinzip zwei große Studien, eine aus Großbritannien, eine aus Dänemark, die zeigen ähnliche Outcomes, ähnliche Ergebnisse. Und ich will Ihnen diese aus die dänische Studie zeigen, also First Episode. Erst erkrankte Patienten, 10 Jahres Beobachtungsperiode. Und was haben die hier gemacht? To investigate how psychotic symptoms and the use of antipsychotic medication changed over a 10-year period. Ja, interessant, sehr interessante Studie, 500 Patienten ungefähr. Und auch hier nur grob die Ergebnisse. Wer sich das im Detail angucken will, sei auf die Literatur verwiesen. Das hier ist Jahr 1 bis Jahr 10, also eine 10-Jahres-Katamnese. Remitted of medication, das sind ungefähr 23-30%, die sind remittiert, die haben keine Symptome mehr. Remittiert of medication bedeutet, die nehmen keine Medikation mehr. Und das sind eben hier schon 23% nach einem Jahr. Am Ende sind das sogar 30%. Ja, wir stellen uns immer so gerne vor, so Textbook-Wissen, dass Schizophrenien doch eine chronische Erkrankung sind. Das zeigt ja eigentlich, viele Patienten erreichen dann doch tatsächlich die Remission. In den Kliniken sehen wir ja immer nur die Schwerkranken. Aber es gibt Patienten, die sich komplett erholen und gar nicht so wenige. Remitted on medication, das ist die so insgesamt größte Gruppe. Remitted on medication, oder ja, mit die größte Gruppe. Remitted on medication bedeutet, die sind weitgehend zumindest beschwerdefrei, aber mit Medikation. Also das sind die Patienten, die tatsächlich eine Dauermedikation nehmen. Das sind ungefähr ein Drittel der Patienten. Non-remitted of medication bedeutet, das sind ungefähr 10%, die symptomatisch sind und keine Medikamente nehmen. Und dann haben wir immerhin auch ein Drittel der Patienten, die sind non-remitted on medication. Das heißt, die sind weiterhin symptomatisch, obwohl sie Medikamente nehmen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, wir haben also eine relativ große Gruppe, die ohne Medikation klarkommt. Und wir haben auch immerhin ein Drittel der Patienten, die trotz Medikation weiterhin symptomatisch sind. Und 10% der Patienten nehmen ihre Medikamente nicht. Und wenn man sich diese Daten hier weiter anguckt, dann muss man eben auch noch feststellen, dass die Patienten, die hier auftauchen, in einem bestimmten Segment, dass sich das fortsetzt. Also das sind in der Regel ist es nicht so, dass Patienten, die hier in Jahr 1 hier unten sind, dass die plötzlich in Jahr 10 hier oben auftauchen, sondern das sind relativ konstante Gruppen von Patienten. Was passiert, wenn wir jetzt eine langfristige Therapie durchführen und die Medikamente absetzen? Das haben sich wieder Jari Tihonen und Kollegen angeguckt, also der Kollege, von dem ich eben schon sprach, der Finne, der jetzt in Schweden am Karolinska-Institut arbeitet. Die haben sich wieder eine große Patientenzahl angeguckt. Ja, Sie sehen hier wieder, am Anfang sind das hier 4000 Patienten. Und dann war hier der Endpunkt Rehospitalisierung oder Tod. Was die finden ist, dass diese beiden Risiken, Rehospitalisierung oder Tod, mit dem Absetzen zunehmen, und zwar stärker zunehmen, je länger man die Medikation einnimmt und dann absetzt. Also, das hier ist kontinuierliche Medikation, Risiko 1, das ist auf 1 gesetzt worden. Keine Behandlung, no use, ist eine Risikoverdopplung. Ich weiß nicht, das ist hier ungefähr 1,8 oder so. Also eine 80-prozentige Zunahme oder so. So, wenn jetzt die Patienten
absetzen nach weniger als einem Jahr, dann haben Sie hier eine numerische Vergrößerung Ihres Risikos. Absetzen nach, also ein bis zwei Jahre die Medikation nehmen und dann in diesem zweiten Jahr die Medikation absetzen, bedeutet dann ein erhöhtes Rückfallrisiko. Und das steigt dann interessanterweise an. Also je länger Sie die Medikation nehmen, desto stärker steigt das Risiko des Rezidivs an. Und das ist besonders hoch, das ist fast, also mehr als siebenfach höher in der Gruppe von Patienten, die länger als 5 Jahre die Medikation genommen haben. Das bedeutet zunächst mal, also es gibt jetzt zwei Interpretationsmöglichkeiten. Generell wird das so ausgelegt, dass werden diese Daten so interpretiert, dass eine langfristige Behandlung immer sinnvoll ist. Das gerne argumentieren wir Psychiater so, wenn jemand über mehrere Jahre rezidivfrei war und also keine Symptome mehr hatte oder kein Rezidiv, keine psychotische Episode mehr hatte, dass wir dann doch mal das Risiko eingehen können, die Medikation abzusetzen. Diese Daten scheinen das zu widerlegen. Also das Risiko ist eher höher, wenn jemand 5 Jahre sein Medikament eingenommen hat. Was heißt, man muss eigentlich jedem Patienten theoretisch raten, seine Medikation langfristig einzunehmen. Auf der anderen Seite könnte das natürlich auch nahelegen hier, diese Daten, dass hier mit der langfristigen Behandlung eine Adaptation eintritt, eine Adaptation an die Behandlung, es zu einer Adaptation des Hirns kommt und sich das Hirn daran gewöhnt. Und wenn ich dann absetze, dass dann das Risiko über den naturalistischen Verlauf ansteigt. Also, dass ich letztendlich, dass sich das Hirn so daran gewöhnt hat, dass es sozusagen abhängig in Anführungszeichen wird von dieser Blockade durch das Medikament und dass dann eben das Rückfallrisiko steigt. Interessant ist das, wenn man sich diese Zahlen hier anguckt. Das ist die gleiche Studie, absetzen nach weniger als einem Jahr der Behandlung, 1 bis 2 Jahre, 2 bis 5 Jahre und mehr als 5 Jahre. Das hier sind die Patienten, die die Medikation, also matched, das sind die User. Das sind die Patienten, die abgesetzt haben. Und Sie sehen hier, da gibt es eine deutliche, hochsignifikant höheres Rückfallrisiko. Interessant ist eben, dass das Risiko am Anfang am höchsten ist. Das spricht schon dafür, dass es schon irgendetwas mit der Medikation zu tun hat. Was aber auch interessant ist, hier 6000 Tage, das sind also zig Jahre, da sind immer noch 20% hier in der Gruppe ohne Rezidiv. Ja, das ist eine Bestätigung der dänischen Daten. Hier ist eine große Gruppe, die setzen ab, aber die haben selbst, hier gibt es noch immer mal wieder das Risiko, dass die Patienten ein Rezidiv haben. Aber selbst nach, ich weiß nicht, 6000 Tage, das sind 7, 8 Jahre, selbst dann haben die an 20% kein Rezidiv. Das ist letztendlich, das sind die hier. So, und dann sieht man natürlich auch, selbst unter fortgesetzter Medikation haben viele Patienten ein Rezidiv. 60% der Patienten haben trotz fortlaufender Medikation hier ein Rezidiv in diesem Beobachtungszeitraum. Also es ist nicht so, keine Medikation bedeutet Rezidiv, Medikation bedeutet kein Rezidiv. Es ist leider nicht schwarz-weiß, sondern sehr, sehr grau. Und man muss letztendlich sich jeden einzelnen Patienten angucken und mit jedem einzelnen Patienten individuell aushandeln, welches Risiko man bereit ist, in Abhängigkeit von der individuellen Situation.
Die Kurven sehen überall ähnlich aus. Hier scheint das Rückfallrisiko, in dieser Gruppe scheint das Risiko sogar so zu, scheint es so, sogar so zu sein, dass die, die absetzen, hier sogar bei 30% landen, also 30% kein Rezidiv haben. Hier sind es ein bisschen weniger als die 20%. Letztendlich sind die Zahlen aber in allen Gruppen mehr oder weniger vergleichbar. Ja? So. Was bedeutet das jetzt in den Leitlinien? Wie lange macht man jetzt eine Therapie? Ich habe Ihnen jetzt grob die Evidenz dargestellt, die dafür spricht, eine Dauertherapie zu machen und was dagegen spricht. Es ist eben nicht so einfach und das drückt sich auch in den Leitlinien aus. Es gibt die SIGN, die schottische Guideline. Da steht, nach einer ersten psychotischen Episode sollte man eine Erhaltungstherapie für eine Dauer von mindestens 18 Monaten machen, also anderthalb Jahre. NICE, das ist die britische Leitlinie, die von 2014 ist, sehr renommiert. NICE gilt als internationaler Standard. Da macht man gar keine Festlegung hinsichtlich der Dauer einer Erhaltungstherapie mehr. Und dem hat sich die DGPPN in ihrer ganz neuen Leitlinie von 2019, die Sie auch online abrufen können, angeschlossen. Keine Festlegung hinsichtlich der Dauer einer Erhaltungstherapie, weil man eben sagt, es ist die Daten, die wir letztendlich haben, wirklich prospektiv, ja, diese Daten hier aus Skandinavien, das sind alles letztendlich auch retrospektive Daten. Ja, man guckt sich retrospektiv die Daten an, das hat einfach seine methodischen Probleme und das, was man prospektiv weiß, endet nach maximal 2 Jahren. Deshalb hat sich auch die DGPPN dazu entschlossen zu sagen, wir wissen letztendlich über den langfristigen Verlauf so wenig und wir wollen uns über die 2 Jahre nicht festlegen, dass man sagt, es muss eine individuelle Entscheidung mit dem Patienten zusammen getroffen werden, unter Abwägung der individuellen Gegebenheiten. Ja, das ist eben aus der neuen Leitlinie, aus der S3-Leitlinie Schizophrenie von 2019. Da heißt es, Menschen mit einem rezidivierenden Erkrankungsverlauf, ihre Angehörigen, muss das heißen, und andere Vertrauenspersonen sollen darüber informiert werden, dass sich das Risiko für ein Rezidiv bei einem Absetzen nach einem Jahr verdoppelt. 27% bei Weiterbehandlung, 65% bei Absetzen. Und im Verlauf von 3 bis 6 Jahren weiterhin erhöht bleibt. Das sind die Daten, die ich Ihnen eben gezeigt habe aus der Meta-Analyse von Stefan Leucht, hier 2012, Lancet. Ja, also diese Zahlen muss man einfach kommunizieren und dann ist auch klar, es gibt Patienten, die brauchen keine Therapie, keine Dauertherapie. Die werden auch ohne eine Dauertherapie rezidivfrei bleiben und andere, die trotz der Medikation ein Rezidiv haben. Dann heißt es weiter hier in Statement 3, die Behandlungsdauer wird durch eine Reihe von Rahmenbedingungen und individuellen Faktoren wie die Schwere der Index-Episode, das Ansprechen auf die Behandlung, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die Motivation der Betroffenen, Familienanamnese, Erkrankungsschwere, psychosoziale Situation, vorhandene psychotherapeutische und psychosoziale Behandlungsangebote etc. etc. beeinflusst, die in der individuellen Situation berücksichtigt werden sollen. Jetzt möchte ich nochmal auf die Effekte der Medikation eingehen. Ich habe ja eben gesagt, das Hirn adaptiert, es reagiert natürlich auf die Behandlung. Und das weiß man schon seit diesen Arbeiten hier aus den 70er Jahren. Das waren jetzt hier Ratten, die man mit Antipsychotika behandelt hat. Und dann hat man deren Rezeptordichte gemessen, Dopaminrezeptordichte. Und Sie sehen hier im Titel, Chronic Treatment Elevates Dopamine Receptor Binding in Brain. Hier hat man also über einige Wochen mit Haloperidol, Reserpin, Flufenazin behandelt und dann sieht man, die Antipsychotika, Promenazin ist ein ganz, ganz schwacher D2-Antagonist, also marginal. Das hier sind aber schon potente D2-Antagonisten bzw. D2-Depleter, also eine Substanz, die die
präsynaptischen Speichervesikel depletiert. Da sieht man, die führen zu einer 20-30%igen Erhöhung der Rezeptordichte. Also das Hirn reagiert, indem es reagiert auf die Blockade durch einen D2-Antagonisten, indem die Rezeptoren heraufreguliert werden. So wie man sich das vorstellt, wie das passieren sollte. Es gibt eine Kompensation. Und das hat eben dann wenig später, dieses Papier hier ist von 1978, hat dann eben dazu geführt, dass man die Supersensitivitätspsychose postuliert hat in diesem Papier. Die sagt letztendlich, wenn man Rezeptoren blockt, dann kommt es zu einer Heraufregulation von Rezeptoren. Und wenn man dann die Medikation absetzt oder auch unter fortlaufender Therapie, kann es zu einem Durchbruch einer psychotischen Episode kommen oder bei Absetzen sowieso. Und das Risiko wäre dann sogar höher, als wenn man nichts gemacht hätte. Also höher als im naturalistischen Verlauf. Das ist das Konzept der Supersensitivität. Es gibt eine Studie nur an Patienten. Das hier sind Patienten drug-naiv, das heißt, die haben keine Antipsychotika genommen. Und das ist PET, das ist eine PET-Untersuchung, Positronen-Emissionstumor, wie habe ich Ihnen im letzten Modul erklärt. Das sind jetzt Patienten, die langfristig Antipsychotika genommen haben und zum Teil hochdosiert. Also Sie sehen hier, das ist eine Verdopplung. Dieser Patient hier hat doppelt so viele Dopaminrezeptoren wie dieser. Binding Potential ist ein Maß, mit dem man in der Positronenemissionstomographie die Rezeptorverfügbarkeit misst. Das ist also hier doppelt so hoch. Also die Behandlung hat hier, das hier ist der Mittelwert, hat hier im Mittel zu einer etwa 30%igen Erhöhung der Dopaminrezeptoren geführt. Also das ist nichts, was nur bei der Ratte passiert, sondern auch am Menschen. Rezeptoren werden heraufreguliert. Und das muss Effekte haben. Das ist gar nicht anders vorstellbar. Das ist nur eine PET-Untersuchung an Katzen. Hier hat man Katzen in der PET untersucht, die man drei verschiedenen Behandlungsregimen mit Haloperidol unterzogen hat. Also man hat diesen Tieren Haloperidol gegeben. Transient High bedeutet, die haben einmal am Tag oder einmal einen Bolus Haloperidol bekommen. Kontinuierlich hoch bedeutet, die haben über eine Pumpe kontinuierlich Dopamin infundiert bekommen. Und kontinuierlich moderat bedeutet auch kontinuierliche Gabe eines Antipsychotikums, also von Haloperidol, aber in einer niedrigeren Dosis. Und das ist wieder gemessen mit PET und Sie sehen hier, Sie erinnern sich, ich hatte Ihnen beim letzten Mal erklärt, bei 80% Rezeptorblockade treten EPS auf, das hier sind 90%. Ja, diese Linien, die beziehen sich hier auf die Rezeptorbesetzung, das sind 90%. Das sind also sicherlich Dosierungen, die führen bei der Katze zu einer ausgeprägten Steifheit. Kontinuierlich moderat, das sind ungefähr 60-70%. Also 60-70%, das ist das, was man beim Menschen in der Akuttherapie anstreben würde. Und die gestrichelten Linien, das sind Plasmaspiegel. Die sind hier rechts dargestellt. Plasmaspiegel, das ist auch sehr vergleichbar mit dem, was man beim Menschen sieht. Das ist unter moderaten Haloperidoldosen, wie sie auch beim Menschen gemessen werden. Das ist unter sehr hohen Haloperidoldosen, da misst man 10 Nanogramm pro Milliliter. Und hier kommt es eben bei diesen transient hohen Dosierungen, beim Bolus kommt es eben zu starken Schwankungen. So, ja, das ist das eine, das ist das, was auf Rezeptorebene abläuft. Jetzt setzen wir das mal in Beziehung zum Verhalten. Ah nein, Moment, das ist jetzt noch, es ist immer noch Rezeptor. Das ist jetzt die Rezeptordichte gemessen. Das hier war also PET, das ist wirklich Rezeptordichte und dann sieht man transient hoch, da passiert mit der Rezeptordichte nichts. Kontinuierlich hoch führt zu einer Erhöhung und zu einer sehr deutlichen Erhöhung, das sind 30-40%, wie wir es auch aus der Ratte kennen.
30-40% Erhöhung der D2-Rezeptordichte. Hier wird wieder abgesetzt. Hier wird abgesetzt nach einer Woche. Und dann geht die Rezeptordichte wieder zurück. Das ist gemessen, BP ist wieder gemessen mit PET. Sieht man das Gleiche, gleiches Phänomen wie hier. Kontinuierlich moderat passiert auch nichts. Spricht also dafür, die stärksten Veränderungen habe ich, wenn ich konstant meinen Patienten mit kontinuierlich hohen Dosen behandle. Das ist jetzt das, was im Verhaltensexperiment passiert. Hier wird gemessen Aktivität dieser Tiere. Was man hier sieht, transient hoch, bedeutet, die Tiere werden durch die Behandlung hier stark gedämpft in ihrer motorischen Aktivität. Hier werden sie wenig gedämpft, kontinuierlich moderat. Wenig gedämpft, aber das bleibt auch auf einem Level. Kontinuierlich hoch bedeutet, die werden auch stark gedämpft, aber die Aktivität geht zurück. Also die Dämpfung der Aktivität geht zurück. Die kehren langsam hier wieder auf das Ausgangsniveau oder nähern sich zumindest dem Ausgangsniveau. Das ist wahrscheinlich ein Korrelat dieser Heraufregulation von Rezeptoren. Das Hirn reagiert einfach, indem es versucht, das zu kompensieren. Und die Tiere werden also hier wieder aktiver. Und was müssen wir machen, wenn die hier wieder aktiver werden, wenn wir die gedämpft halten wollen oder beim Menschen eben die antipsychotische Wirkung aufrechterhalten wollen? Wir müssen hier die Dosis steigern. Und das führt dann eben, wenn ich die Tiere so behandle oder auch dann den Menschen, führt dann dazu, dass ich ständig die Dosis steigern muss. Und so bin ich dann nicht mehr bei den 1 bis 3 Milligramm Haloperidol, die mir in der Akutphase ausreichen, sondern dann irgendwann bei 10, 20 oder 30 Milligramm Haloperidol. Und dann ist es extrem schwer, da wieder von runterzukommen. Das heißt, ich muss eigentlich von Anfang an so mit so moderaten Dosierungen behandeln, dass solche Adaptationsphänomene, wie sie hier beschrieben sind, gar nicht erst auftreten. Und das haben auch gerade kanadische Forscher immer wieder beschrieben. Das ist inzwischen publiziert, das war 2019 noch in Press. Welche Behandlungsregime führen zur Supersensitivität? Das ist eine Gruppe, die sich sehr intensiv um Frau Samara, die sich sehr intensiv darum gekümmert haben, zu untersuchen, was führt denn dazu, zu diesen adaptiven Veränderungen? Nehmen wir uns erstmal dieses hier vor. Unlikely to promote dopamine supersensitivity. Das ist nämlich intermittent occupancy. Also intermittent bedeutet ein solches Dosierungsregime, wo ich Schwankungen zwischen hoher und niedriger Dopaminrezeptorbesetzung habe. Intermittent, also die kriegen ihr Antipsychotikum und ich habe zwischendurch immer wieder die 65-80% D2-Rezeptorbesetzung. Und zwischendurch geht das immer wieder zurück. Das hier ist intermittent größer 80%, also die 80%-Schwelle wird regelmäßig überschritten. Das hier sind die 65-80%, die wir aus dem letzten Modul kennen. Da gehen wir regelmäßig drüber und da sagt das Tierexperiment, das führt zur Supersensitivität. Also zu hohe Dosierungen, selbst wenn sie intermittierend appliziert werden, führen zu einer Supersensitivität, zu negativen, adaptiven Veränderungen im Gehirn. Und was die auch postulieren, ist, dass die kontinuierliche Blockade von Dopaminrezeptoren auch zur Supersensitivität führt. Und die kontinuierliche D2-Rezeptorblockade, das wären jetzt hier tatsächlich in diesem Modell Depots. Also eine kritische Haltung zu Depots wird hier eingenommen, weil die eben konstant immer die Dopaminrezeptoren blocken. Das ist am Menschen nicht gezeigt. Wie gesagt, die Daten aus Skandinavien legen eher nahe, dass Depots einen rezidivprophylaktischen Schutz bieten, der über die orale Medikation hinausgeht. Aber man muss eben auch sagen,
wieder mal, das sind retrospektive Daten. Prospektiv wissen wir nicht, was beim Menschen mit unter einer Depottherapie passiert. So, das ist wieder aus der S3-Leitlinie und da haben wir zusammengetragen empfohlene orale Dosierungen in der Akutbehandlung, die verfügbaren Antipsychotika, und da sieht man hier zum Beispiel beim Haloperidol, minimal effektive Dosis wird hier 4 Milligramm angegeben. Das liegt einfach an den verfügbaren Studien. Man muss sagen, es gibt auch gute Hinweise, ich zeige es Ihnen gleich, die zeigen, dass man auch mit weniger als 4 Milligramm hinkommt. Aber insgesamt sind die Startdosierungen hier und die empfohlenen Dosisbereiche relativ moderat. Beim Haloperidol steht hier zum Beispiel zugelassene Höchstdosis 20 Milligramm, das ist neu. Seit einigen Jahren hat die EMA, die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde, das so empfohlen, 20 Milligramm, das waren früher 100 Milligramm, 100 Milligramm pro Tag. Die empfohlene Höchstdosis beim Haloperidol ist 10 Milligramm und das ist noch, ist schon immer noch hoch. Das ist eben die EU-Direktive, die es seit wenigen Jahren gibt. 2 bis 10 Milligramm täglich oral werden empfohlen, in einer Einzeldosis oder in 2 geteilten Dosierungen. Patients with first episode Schizophrenia generally respond to 2 bis 4. Also Erstepisoden-Patienten sollten noch weniger bekommen, 2 bis 4 Milligramm. Höchstdosis sollte in der Regel nicht mehr als 10 Milligramm sein. Und jetzt zeige ich Ihnen noch mal Daten aus einer PET-Studie. Die EC50 ist die effektive Konzentration, also die Plasma-Konzentration, die zu 50% Rezeptorbesetzung führt. Also Sie blocken schon 50% mit einem solchen Plasmaspiegel. Also minimal, das ist wirklich minimal, wenn Sie sich Plasmaspiegel unter einer Haloperidol-Behandlung angucken, die Sie so aus dem Labor bekommen, die liegen in der Regel immer höher. Die ED50, das ist die Dosis, das ist die Dosis, die hier zu passt, zu diesem Plasmaspiegel, die effektive Dosis, die zu 50% Rezeptorbesetzung führt, sind weniger als 1 Milligramm. Ein Dreiviertel Milligramm. Sie müssen nicht mal 1 Milligramm Haloperidol geben, um 50% der Rezeptoren des Patienten zu blocken. Das ist schon sehr bemerkenswert und sollte zu denken geben, wenn man das nächste Mal einem Patienten 10 oder 15 Milligramm Haloperidol gibt. Und das ist jetzt sozusagen das Schlusswort oder die Frage, die hinter allem steht. Should psychiatrists be more cautious about the long-term prophylactic use of antipsychotics? Das hat Robin Murray geschrieben, ein sehr renommierter, sehr erfahrener, weiser britischer Londoner Psychiater, der sehr viel Erfahrung hat, der in diesem Paper niederlegt, dass wir natürlich nicht die antipsychotische Dauertherapie jetzt nicht mehr durchführen sollten. Das wäre das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Sondern dass wir einfach ein bisschen vorsichtiger sein sollten. Und wenn wir eine solche Therapie einleiten und dem Patienten empfehlen, sie langfristig durchzuführen und immer dabei im Kopf haben sollten, was wir damit auch langfristig in den Hirnen unserer Patienten induzieren. Ein Hinweis zum Schluss noch auf meinen Blog nochmal, wo Sie auch diverse Dinge zu Antipsychotika und Psychopharmaka, aber auch vielen anderen Dingen lesen können. Mein YouTube-Kanal, wo Sie sich gerade befinden. Und dann danke ich Ihnen an diesem Punkt jetzt nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Und ein Modul, glaube ich, haben wir noch und dann werde ich erstmal aufhören, aber nicht für immer. Bis dahin. Ciao.